Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um eine spektakuläre Rede von Stefan Brandner im Bundestag, in der er Karl Lauterbach als Lügner bezeichnet. Und es darauf zu einer Replik kommt von Karl Lauterbach, wo er das zurückweist, Stefan Brandner aber darauf beharrt. Im Folgenden die Rede und der Wortwechsel, dann haben wir Worte dazu. Ja, guten Morgen, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, das Infektionsschutzgesetz steht mal wieder auf der Tagesordnung. Ein schwieriges Thema, wenn man den Zensoren von YouTube und Co. entgehen möchte. Ich versuche es trotzdem mal. Es ist erst ein paar Stunden her, dass Herr Lauterbach, einer der größten Impflamisten in diesem Lande, hier von hier vorne ein wahres Horrorszenario an die Wand gemalt hat. Es war im Rahmen der Impfzwang-Debatte am gestrigen Tag. Ich habe die Debatte ja verfolgt, Herr Lauterbach. Sie haben eine knappe Minute gebraucht. Und in dieser knappen Minute am Anfang Ihrer Rede waren ein halbes Dutzend dantische Schreckensszenarien, die alle über uns hereinbrechen werden. Ich sage Ihnen voraus, kein einziges dieser Schreckensszenarien wird eintreffen, Herr Lauterbach. Sie sind ein Lügner von hier vorne gewesen, immer schon. Und Sie werden es auch bleiben. Und ich denke dran, an Ihre Aussage im Herbst 2021 mit Krokodilstränen haben Sie prognostiziert, bis März 2022 seien in Deutschland alle geimpft, genesen oder leider gestorben. Das lebende Beispiel, Herr Klabauterbach, steht hier vor Ihnen, weder geimpft noch genesen und auch noch nicht gestorben. Das mag jetzt daran liegen, dass noch nicht Ende März ist. Sie haben sich ja, was den März angeht, nicht festgelegt. Das mag auch vielleicht daran liegen, dass Sie großen Unsinn erzählt haben. Ich vermute mal Letzteres und erwarte von Ihnen, Herr Lauterbach, dass Sie sich bei den vielen Millionen Menschen, die Sie mit dieser Aussage in Angst und Panik versetzt haben, zumindest entschuldigen. Es sind nicht Millionen Menschen gestorben, die nicht geimpft sind. Und dann macht das die Sache auch nicht besser, dass der Herr Spahn, den habe ich irgendwo gesehen, ihn dabei sekundiert hat. Der Herr Spahn übrigens, der offenbar mit Gesundheitspolitik nichts mehr am Hut hat, der macht jetzt in Wirtschaft und Energie. Wahrscheinlich gibt es da die besseren Lobbyverträge, Herr Spahn. Also ein Verlust für die Gesundheitspolitik ist das nicht. Wenn ich mir diesen Impflamismus, Herr Lauterbach, von hier vorne anschaue, dann bin ich zu der Überzeugung gekommen, wir brauchen eigentlich eher ein Injektionsschutzgesetz als ein Infektionsschutzgesetz, wenn Sie weiter hier als Bundesminister arbeiten wollen. Also wir arbeiten daran, ein Injektionsschutzgesetz auf den Weg zu bringen, Herr Lauterbach. Wir reden heute auch über die Ausnahmevorschriften im Bereich der Geschäftsordnung. Der parlamentarische Ausnahmezustand soll ja fortgesetzt werden, obwohl die Pandemie weitestgehend vorbei ist. Der § 126a der Geschäftsordnung soll erstmal bis Juli verlängert werden. Sie haben sich bequem eingerichtet, was die Arbeit in den Ausschüssen angeht. Das kann man inzwischen zu Hause vom Sofa aus machen. Man kann sich zuschalten lassen und kriegt trotzdem die Anwesenheit bescheinigt. Wir sagen, weg damit, Freiheitstag, nicht nur in Deutschland, Freiheitstag auch im Deutschen Bundestag. Wir brauchen im Deutschen Bundestag genauso wenig wie in der gesamten Republik keine Ausnahmevorschriften mehr. Zurück zur Normalität. Das funktioniert nur mit der Freiheitspartei, nur mit der Alternative für Deutschland, nur mit der Fraktion der Alternative für Deutschland in diesem Bundestag. Deshalb lehnen wir die Verlängerung der Ausnahmevorschrift des § 126a der Geschäftsordnung ab. Und Herr Lauterbach, ich erwarte jetzt von Ihnen die Entschuldigung. Ist er gegangen? So zart beseitet, oder? Er flüchtet. Ich erwarte von Ihnen die Entschuldigung. Die können Sie auch gerne von da aus machen, Herr Lauterbach. Brandner. Und dann bin ich zufrieden. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte einfach für uns alle, für die demokratischen Parteien, die hier sprechen, möchte ich sagen, wir wollen uns hier nicht als Lügner diffamieren lassen. Wir möchten das einfach nicht. Wir möchten uns nicht als Lügner diffamieren können. Streit in der Sache, jederzeit. Aber hier haben unterschiedliche Meinungen. Aber hier sprechen, was die demokratischen Parteien an, hier sprechen keine Lügner. Herr Brandner, Sie haben das Recht zu erwidern. Herr Lauterbach, ein Lügner ist in meinen Augen jemand, der mindestens einmal die Unwahrheit sagt, obwohl er die Wahrheit kennt. Herr Lauterbach, Sie erzählen uns seit 2 Jahren am laufenden Band die Unwahrheit, obwohl Sie die Wahrheit wahrscheinlich kennen.
Also seien Sie froh, dass ich Sie lediglich als Lügner bezeichnet habe und nicht noch andere Wörter gewählt habe. Vielen Dank. So, dann haben wir das im Protokoll entsprechend vermerkt. Und wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat die Kollegin Christine Aschenberg-Dugnus für die FDP-Fraktion. Was unterscheidet diese Rede und der Wortwechsel von anderen Reden? In vielen Reden sagen AfD-Vertreter, die Regierung hat versagt. Sie können es nicht besser. Sie merken nicht, dass sie in Wahrheit damit der Regierung helfen. Weil was kann die Regierung dann sagen? Sie sagen, ja, das sagt ihr, weil ihr in der Position seid. Wenn ihr Regierung wärt, dann würdet ihr es genauso schlecht machen. Mit Corona, das war eine Ausnahmesituation, das war großes Pech. Und ja, wenn ihr in der Regierung wärt, aber ihr kommt da nicht hin, denn ihr seid rechtsextrem und ihr würdet es auch nicht besser machen. Mit dem Vorwurf des Versagens vernebelt man die Realität. Denn in Wahrheit versagen diese Leute nicht, sondern diese Leute erfüllen die Mediennarrative. Es war bei Corona sehr wahrscheinlich genau die Absicht, dass eben nicht Daten erhoben werden, dass alles unklar bleibt. Sondern es geht darum, das Mediennarrativ zu erfüllen und dafür zu sorgen, sehr wahrscheinlich, dass viel Impfstoff verkauft werden kann. Was eben die Medien wollen. Ganz wichtig zu verstehen ist, und worüber auch die Leute aufgeklärt werden müssen, ist, dass die Politiker der Altparteien in hohem Maße Marionetten sind. Marionetten der Medien. Das hat man bei Laschet gesehen, der mit seinem Corona-Kurs eingeknickt ist. Weil Laschet deswegen fast nicht Parteivorsitzender geworden wäre. Weil die Medien ihm so hart eins mitgegeben haben, dass er einen lockeren Corona-Kurs verfolgt hat, zeitweise. Und wahrscheinlich auch, dass er die Heinsberg-Studie von Hendrik Streeck mitinitiiert hat. Sie gefördert hat, sie zugelassen hat. Genauso ist es bei der Flüchtlingskrise. Es war kein Versagen, sondern die Grenzen wurden bewusst offen gehalten. Und genau dieses Bewusste, das ist das Entscheidende. Wenn man darüber die Leute aufklärt, dass diese Leute bewusst eine falsche Politik machen, dann ist das nämlich kein Versagen mehr. Und hier ist die Rede von Stefan Brandner anders. Weil er wirft Karl Lauterbach nicht vor, versagt zu haben, sondern wirft ihm vor, ein Lügner zu sein. Das ist was ganz anderes. Weil Lügner impliziert, dass Karl Lauterbach genau bewusst es falsch macht. Dass er gewisse Interessen verfolgt. Das hat Stefan Brandner mangels Beweisen nicht vorgetragen, dass natürlich die Pharmalobby sehr wahrscheinlich eine Rolle spielt. Aber der Vorwurf, der ist ja eigentlich schon offensichtlich. Dadurch, dass er sagt, Karl Lauterbach ist ein Lügner, warum soll er lügen? Die Leute können eins und eins zusammenzählen und sie denken sich natürlich, ja, wenn er lügt, das heißt, da läuft irgendwas im Hintergrund. Interessant war dann zu sehen, wie Karl Lauterbach sich verteidigt hat. Er hat dann versucht, die anderen Leute alle zu vereinnahmen und hat dann fest entschlossen gesagt, ich lüge nicht. Sie behaupten, machen hier eine Falschbehauptung. Tatsächlich ist es so, dass Karl Lauterbach nicht lügt, sondern dass er Fehlsuggestionen verbreitet. Dass er die Leute in die Irre führt, er täuscht. Zwischen Lüge und Täuschung besteht ein Unterschied. Wenn man lügt, dann täuscht man immer. Oder fast immer. Außer es sind kleine Lügen, die nicht bedeutsam sind für den gesamten Kontext. Täuschung umfasst aber viel mehr. Es umfasst vor allen Dingen Verschweigen. Durch Verschweigen bestimmter Tatsachen sehen die Dinge ganz anders aus. Viel entscheidender als das, was Karl Lauterbach sagt, ist das, was er uns verschweigt, was er nicht sagt. Wodurch er meistens die Fehlsuggestion kreiert. Es gibt da natürlich noch ganz viele andere Methoden. Das heißt, man kann sagen, der Vorwurf von Stefan Brandner war nicht hundertprozentig sauber. Aber er war es eben doch, weil Karl Lauterbach gar nicht gemerkt hat, dass er unter all den Fehlsuggestionen, die er verbreitet hat, er auch tatsächlich oft direkt gelogen hat. Zum Beispiel mit der Behauptung, 40-Jährige würden ganz oft wegen Covid-19 auf die Intensivstation kommen. Und andere Dinge. Beispielsweise, dass er die Schuld wegen dem genesenen Status, dass er es auf das RKI geschoben hat. Da hat Bild recherchiert und herausgefunden, in Wahrheit war es zwangsläufig Lauterbach selbst, der das initiiert hat. Und er es jetzt auf das RKI abschiebt. Herr Lauterbach, ein Lügner ist in meinen Augen jemand, der mindestens einmal die Unwahrheit sagt, obwohl er die Wahrheit kennt. Herr Lauterbach, Sie erzählen uns seit 2 Jahren am laufenden Band die Unwahrheit, obwohl Sie die Wahrheit wahrscheinlich kennen. Also seien Sie froh, dass ich Sie lediglich als Lügner bezeichnet habe und nicht noch andere Wörter gewählt habe. Vielen Dank. So, dann haben wir das im Protokoll. Wichtig war dann auch, wie Stefan Brandner gekontert hat. Er hat dann ganz ruhig gesagt, natürlich sind Sie ein Lügner, das ist selbstverständlich. Ja. Ich könnte das noch viel unfreundlicher ausdrücken. Er hat dann nicht gesagt, ja, Sie sind ein Lügner, weil ABC. So als wäre es was Besonderes, dass Karl Lauterbach ein Lügner ist. Dann er hat das so gesagt, natürlich sind Sie ein Lügner. Das ist für mich selbstverständlich. Und das ist starkes Framing. Es wirkt viel glaubhafter, wenn man etwas ruhig sagt, als wäre es nebenbei. Weil die Leute dann sehen, es ist für eine Selbstverständlichkeit.
Genau auf diese Art und Weise betreiben die Großmedien auch gezielt Framing. In Zeitschriftenartikel. Es kommt erst irgendwelche Nebensächlichkeiten und dann kommt die eigentliche Propaganda. Aber sie kommt so nebenbei, so nebensächlich. So als wäre es ein Nebensatz. Damit die Leute denken, aha, das ist für den Autor selbstverständlich, dass es so ist. Das schreibt er so unbewusst mit. Obwohl natürlich die Großmedien das bewusst so platziert haben. Jetzt werden manche sagen, ja, aber die AfD, die soll das nicht machen. Sie soll ehrlich sein. Sie soll kein Framing betreiben. Sie soll das ganz ehrlich machen. Da macht man es ja genauso wie die großen Medien. Aber diese Haltung ist naiv. Es geht natürlich darum, dass man die Wahrheit sagt. Das, was Stefan Brandner sagt, das ist ja wahr. Karl Lauterbach ist ja ein Lügner. Er ist ein Täuscher. Und natürlich ist dann selbstverständlich richtig, dass auch nebenbei das sozusagen, das für die Leute glaubhaft ist. Das heißt, das Framing, die Methode, ob sie bewusst angewandt wird oder nicht, das ist zweitrangig. Sondern entscheidend ist es wahr oder nicht. Die großen Medien, sie arbeiten natürlich damit, sie kennen diese ganzen psychischen Wirkweisen. Wie die Leute was wahrnehmen. Und sie arbeiten damit. Natürlich, wenn die AfD professionell sein will, dann muss sie das natürlich ganz genauso machen. Es geht natürlich am Ende darum, ob man tatsächlich die Wahrheit sagt. Das muss man mit seinem Gewissen vereinbaren. Und wir als AfDler, wir wollen natürlich die Wahrheit sagen. Und hier ist es aber natürlich auch genau richtig, das den Leuten so nahe zu bringen, dass sie es überzeugend finden. Aber es ist auch so, dass diese Rede in den Bundestag wirkt, auf die Altparteien. Es wirkt demoralisierend. Und ganz wichtig ist, wenn es gelingt, Karl Lauterbach herauszupicken, ihn zu zerstören vor der Öffentlichkeit, die Regierung dazu zu bringen, dass er zurücktritt, dann ist es natürlich auch schlecht für das ganze Medienpolitkartell, die AfD ausgrenzen, weil sie dadurch natürlich auch unglaubwürdig wirken. Natürlich ist es so, dass bei Karl Lauterbach, da haben sie jetzt vor kurzem den Exit genommen, seit ein paar Monaten. Aber erst seit ein paar Monaten. Jahrelang konnte Karl Lauterbach seine Geschichten erzählen, er wurde überall hin eingeladen, er wurde ständig in den großen Medien zitiert, als sei er der Allertollste, als sei er der Corona-Gott. Obwohl er immer seine Fehlsuggestionen verbreitet hat und nie das eintrat, was er prognostiziert hat, sondern sich immer um Panikmache gehandelt hat. Genau wie hier bei Karl Lauterbach kann die AfD auch die Medien angreifen. Und ganz wichtig ist die Argumentation, dass man die Argumentation in der Hinterhand hat, indem man einfach aufzeigt, wie sie täuschen. An Beispielen, dass man sie attackiert. Wichtig bei Karl Lauterbach ist es auch deshalb, dass es in Erinnerung bleibt. Das ist ganz wichtig, weil die Leute vergessen es mit der Zeit. Am besten wäre es noch gewesen, konkret aufzuzählen, wo er überall gelogen hat, was er gemacht hat. Auch wenn die Leute es schon wissen, es wird dann in Erinnerung gerufen. Viel wichtiger wäre es noch, die Medien anzugreifen. Auch im Bundestag. Und dann auch gleich konkret nachzusetzen, wie sie täuschen, was sie gemacht haben. Das Ziel muss sein, sie wegzubekommen und die alternativen Medien groß zu bekommen. Und die Reichweite der großen Medien bekommt man damit klein, indem man die Leute davon überzeugt, dass sie nicht glaubwürdig sind. Und das muss man immer wieder vorbringen. Und da reicht es nicht zu sagen, wir haben es einmal gemacht, sondern es muss immer wieder kommen, bei jeder Gelegenheit, auf der Homepage, bei Reden. Die großen Medien wissen das auch ganz genau, zum Beispiel Bild bei Corona. Sie bringen staccato-mäßig immer das Gleiche, immer wieder. Und genau das Gleiche bei Russland. Manche sind jetzt von Springer ganz enttäuscht und denken sich, ja, bei Corona waren sie doch so nett und jetzt bei Russland ist es ja plötzlich ganz anders. Es sind einfach nur Interessen, die Bild verfolgt oder die Springer verfolgt. Bei Corona hatten sie halt keine Lust auf Masken auf Dauer, sie wollten eine gute Wirtschaft. Und deswegen haben sie gegen Corona, gegen die Corona-Panik geschrieben am Ende. Oder seit 2021. Bei Russland aber wahrscheinlich irgendwelche Geheimdienste, NATO-Leute, NATO-Netzwerke. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, was da im Hintergrund ist. Jedenfalls ist jetzt ganz eindeutig, Bild hat das Interesse, dass Putin ein Dämon ist. Und das verfolgen sie jetzt jeden Tag, andauernd, immer wieder, jeden Tag. Und je mehr sie es bringen, desto mehr bläut sich bei den Leuten ein. Und da reicht bei der AfD nicht eine Rede, wo mal kurz die Medien nebenbei erwähnt werden. Sondern es muss immer wieder gebracht werden, die Medien täuschen, sie haben hier getäuscht und wie sie täuschen. Sie sind nicht glaubwürdig. Das muss die AfD, statt dass sie sagt, die Leute haben versagt, die Regierung hat versagt, das können sie sich komplett sparen. Dann vernebelt man die Situation. Man klärt nicht auf, sondern man stiftet die Leute dazu an, aufhören weiterzudenken. Wenn man sagt, sie haben versagt, okay, dann wissen wir jetzt, warum es so schlecht ist, warum es so ist, wie es ist. Wenn man aber sagt, Karl Lauterbach lügt, dann denken die Leute weiter. Was läuft da? Und genau dazu muss man die Leute bringen, dass sie weiterdenken. Und das tut man genau nicht, wenn man sagt, sie haben versagt, die Regierung hat versagt. Weil dann ist alles klar. Die Regierung ist halt einfach dumm und die Wähler sind auch alles so dumm. Jetzt werden Leute einwenden und sagen, ja, aber es gab doch tatsächlich Pannen. Es gab doch immer wieder Pannen, beispielsweise beim Hochwasser.
da ist es nicht gut gelaufen und das hat ihnen doch nichts gebracht. Sie haben einfach schlechte Politik gemacht. Aber hier ist es sehr wahrscheinlich so, dass intuitiv diese Leute, die ticken auf eine andere Weise. Sie haben das Gefühl, mir geht es gut, wenn es den anderen schlecht geht. Ich muss täuschen, muss die anderen reinlegen. Das heißt, wenn ich die breite Masse täusche, dann habe ich den Vorteil. Und generell, wenn ich denen Schlechtes antue, dann geht es mir persönlich gut. Und sozusagen wehren sie sich intuitiv dagegen, den Leuten zu helfen, weil dann haben sie das Gefühl, ja, jetzt helfe ich den Leuten. Das ist ja, geht ja, dann profitiere ich ja gar nicht. Ich profitiere nur, wenn ich sie reinlege, wenn ich jemanden reinlege. Wenn ich tatsächlich wirklich helfe, dann ist es ja blöd, dann ist es ja langweilig. Das reizt mich nicht. Und sehr wahrscheinlich intuitiv ist es oft so, dass diese Leute versagen oder sie schlechte Politik machen, weil sie intuitiv kein Interesse verspüren, gute Arbeit zu leisten, den Leuten zu helfen. Wenn es aber darum geht, den Ellbogen einzusetzen, zu täuschen, zu tricksen, dann sind sie ganz groß. Weil da setzen sie ihren Intellekt ein. Man darf nie denken, dass diese Leute dumm sind, weil dann ist man selber der Dumme. Dann wird man reingelegt. Das war das große Problem in den vergangenen Jahren. Dass die großen Medien, die Medienvertreter, sie wurden unterschätzt. Sie wurden einfach für dumm gehalten. Die Regierungsparteien wurden für dumm gehalten. Weil natürlich, es fühlt sich gut an. Man selber ist schlau, man selber ist ganz toll, die anderen sind dumm. Das ist verführend. Das fühlt sich gut an. Man ist aufgeklärt, die anderen sind nicht aufgeklärt. Und das ist eine Falle, in die man nicht reingehen darf. Und wenn man zu lange reingeht, dann ist es irgendwann zu spät. Und wir sind jetzt schon fast bei dem Moment, wo es zu spät ist. Je länger das so weiterläuft, die Eskalationsspirale weitergeht, desto schwerer kommen wir da wieder raus. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Ich möchte mich für alle Spenden herzlich bedanken. Wenn ihr auch spenden wollt, in der Beschreibung sind die Spendenlinks. Ich blende sie ja auch nochmal ein. Macht's gut.